Nasen da rein. Nummer zwei. Okay, Partner, wie sieht's denn so aus in New Jersey? Immer noch der alte Draufgänger. Also ich habe eine gute Nachricht. Na, dann schieß mal los. Ich habe heute Morgen mit Andy gesprochen. Ja, ja. Er sagt, nächste Woche ist es soweit. So. Schade. Weißt du, was Winnie sagt? Er sagt, du bringst mindestens 107 auf den Tisch. Na, wenn er sich da mal nicht irrt, der gute Winnie, was? Überraschung, Binse hat eingekauft. Und zwar nur was, Danny Boy schmeckt. Salami, Kroschutti, Parma. Bitte bleiben Sie am Apparat. Wie wär's mit dem kleinen Imbiss? Danke, Binse, bitte jetzt nicht. Der Morgen war so hektisch und Dan ist nicht da. Ja, wo ist er denn? Er musste zum Flughafen Vance abholen. Wer ist denn Vance? Das ist doch der Knabe, den Dan schon seit seinem 8. Lebensjahr kennt. Die beiden waren zusammen auf dem College. Dan sagt, es wäre sein bester Freund. Sein bester Freund? Ich dachte immer, ich wäre sein bester Freund. Ja, hallo, Mr. Ross. Habe ich mich wohl geirrt? Nein, Sir, er musste zum Flughafen, um einen gewissen Vance Philroy abzuholen. Schön, dich zu sehen. Alter Junge. Du siehst immer noch aus wie früher. Naja, ich gehe immer früh ins Bett und lutsche Vitamin C. Und du immer noch der strahlende Held? Hm? Naja, nur etwas älter. Auch schon alt genug, mir einen Drink zu spendieren? Natürlich, wird gemacht. Also komm. Bitte nicht, das Leichte trage ich. Weißt du, eigentlich hätte ich dich ja mit 10 Schnuppi in Showgirls abholen sollen, damit du gleich das echte Las Vegas-Gefühl bekommst. Ach, Dan, wenn ich irgendwas hasse, dann sind es Empfangskomitees. Du erinnerst dich sicher, wie schüchtern ich früher war. Und das bin ich auch heute noch. Das werden wir dir schon austreiben. Weißt du, du hast dich überhaupt nicht verändert. Du hattest immer einen gewissen Stil. Ah, und dein Wagen ist ja auch nicht von schlechten Eltern. Ach, was, ein schlichter Gebrauchtwagen. Vielleicht gebraucht, aber nobel. Gibt's hier überhaupt keine Häuser? Ihr lebt wohl alle im Untergrund. Warte mal, bis wir in die Stadt kommen. Wenn wir erst am Strip sind, sieht die Sache schon ganz anders aus.
Du meinst Showgirls und Spieler, die nur mit 100 Dollar Scheinen um sich werfen. Ja, nur Könige, Scheiß und Märchenprinzen. Ach, weißt du, ich fürchte, meine Sache ist das nicht. Mag ja sein, dass du mit solchen Leuten umzugehen verstehst, aber ich könnte sowas, glaube ich, nicht. Am besten beschränke ich mich darauf, dir zuzusehen. Du weißt ja, dass ich immer ein Bewunderer von dir gewesen bin. Dana? Danny ist Bea. Ross hat angerufen. Er möchte dich sofort in seinem Hotel sehen. Hat er gesagt, worum es geht? Nein, er hat nur gesagt, es gebe für dich heute nichts Wichtigeres mehr, als gleich in sein Hotel zu kommen. Na gut, zufällig fahre ich gerade zu ihm. Danke. Sehen Sie doch selbst nach. Sein Name ist Erwin Levy. Kennen Sie ihn? Partner von Ross war das. Aber Ross geht's gut, wie? Mhm. Er hat wieder mal Schwein gehabt. Ein paar Grasflecken auf dem Anzug, weiter nichts. Übrigens wartet er auf Sie. Wisst ihr schon, wer in Frage kommt? Hey, Mister! Sehen Sie nicht, dass hier abgesperrt ist? Entschuldigen Sie bitte. Dave, das ist ein alter Schulfreund von mir. Vince Wilroy, Dev Nelson, er ist zu Besuch hier. Ich habe ihn gerade vom Flughafen abgeholt. Freut mich, ich wollte Sie nicht bei der Arbeit stören. Und ich wollte Sie nicht erschrecken. Inzwischen dürfte Mr. Ross wieder empfangsbereit sein. Hör mal, Vince, ich habe hier noch was zu tun. Lange wird es nicht dauern. Wie wäre es, wenn du inzwischen in dein Hotel gehst? Ich habe ein Zimmer für dich reserviert. Nenn einfach meinen Namen, wenn du irgendwas brauchen solltest. Okay. Wir sehen uns später. Sagen Sie doch, Mr. Ross, ich komme nachher bei Ihnen vorbei. Ja, er wird bestimmt begeistert sein. Lass mich allein. Und keine Anrufe, bitte. Nelson meint, du hättest Schwein gehabt. Ich weiß nicht, wovon der Mann spricht. Pech habe ich. Ich verliere meinen besten Freund und um mein Haar hättest du keinen Brötchengeber mehr. Du vergisst, dass mein Brötchengeber auch mein Freund ist. Was ist das? Einer von den Leuten auf der Liste muss diese Ratte angeheuert haben, die Erwin ins Jenseits befördert hat. Erwin wollte mit mir was Geschäftliches besprechen. Er war gerade angekommen. Das sind die einzigen, die davon profitiert hätten. Er war so eine Art Verbindungsmann. Er hatte etwas mit einem Casino in New Jersey zu tun. Also sagte ich okay, gab ihm die Chips und von da an waren wir Partner. Nun mal langsam, ihr seid also Partner geworden. Du hast 50% für ihn gezahlt und gabst ihm dann noch deine 50%. Und dann wart ihr Partner? Ja, ja, du hast dein weiches Herz. Er war mein Freund, ich kannte ihn von klein auf. Nur einer von denen auf der Liste hat was davon, wenn Erwin nicht mehr da ist. Aber für den gibt's noch eine kleine Überraschung. Wenn er nämlich glaubt, er könnte jetzt mein Partner werden, hat er sich getäuscht. Ich bin nämlich durchaus noch am Ball. Die Polizei kann die Liste in einer Stunde überprüfen. Nein, nein, bitte keine Polizei, denn mach du das für mich. Sag diesen Nieten, die sollen sich keine Schwachheiten einbilden. Niemand profitiert hier von einem Verbrechen. Sag ihnen das. Ist gut, Philipp. Nur wenn ich Ihnen das sage, könnte es sein, dass Sie sich gleich an den nächsten Coup machen. Und setz dich doch bitte hin, du machst mich ganz nervös. Du bist mein bester Mann. Das allein zählt. Wir sollten am Anfang nicht gleich alles auf eine Karte setzen. Ich muss mich erst schlau machen. Der Tenner möchte ihn sprechen.
Mr. Hunter möchte aber nicht mit Mr. Tanner sprechen. Mr. Tanner möchte aber mit Mr. Hunter reden, und zwar über das New Jersey-Projekt. Lass uns allein, Heavy. Wenn ich Sie sehe, habe ich sofort gute Laune. Wie Sie wissen, ist meine Firma auf Festessen spezialisiert. Also was soll es denn sein? Hummer oder Kaviar? Es ist schon erfrischend. Sie sind einer der wenigen bösen Buben, mit denen ich mich gern unterhalte. Nur keiner teilt mein Vergnügen. Das Kompliment gebe ich gern zurück. Also was ist, wollen wir uns jetzt über den Unglücksfall von Ross unterhalten? Ihr Nachrichtensystem funktioniert immer noch. Menschen, die mit Erfolg an der Börse spekulieren, haben normalerweise einen guten Draht zur Börse, oder? Aber Sie gehören doch eher zu den Menschen, die sich für Casinos in New Jersey interessieren. Schon möglich. Also begeistert scheinen Sie ja nicht gerade zu sein, damit ich mal wieder gehen. Ich bin interessiert, Tanner. Wie groß ist Ihr Interesse? Wie wär's mit 10 Millionen Dollar? Und wenn Ross nun Ihr Geld nicht braucht, weil er es gar nicht nötig hat? Ross kann das Projekt allein finanzieren und Irvins Anteil kann auch keiner übernehmen. Wenn Sie irgendwas mit dieser Schießerei zu tun haben und ich kriege das raus, dann komme ich sofort zurück und kümmere mich persönlich um Sie. Klick. Na, da kommt doch mal was anderes auf den Tisch, nicht nur Hummer und Kaviar. Hier ist Dan. Oh Gott sei Dank, wie geht's Ross? Auch ganz gut, er ist sauer, aber es geht ihm gut. Oh, da bin ich aber froh. Ausgestanden ist die Sache noch lange nicht. Sag mal, residiert Elizabeth Kyle immer noch neben dem Aladdin? Sie ist nämlich unsere zweite Verdächtige. Ja, richtig, von Showgirls habe ich gehört, sie ist gerade aus Paris zurückgekommen mit einer komplett neuen Garderobe und einer neuen Sekretärin. Das ist Ihre Privatangelegenheit. Tu mir bitte einen Gefallen, Bea. Ruf Vance im Desert Inn an und sag ihm, er möchte ins Aladdin kommen. Gut, noch was, Dan, wenn du zur Drachenlady gehst, sei bitte vorsichtig. Das hätte ich beinahe vergessen. Ich danke dir, Bea. Also früher hast du es immer gemerkt, wenn dich einer verfolgt hat. Damals trugen sie auch Footballhelme, wogen 250 Pfund und ich konnte sie hinter mir schnaufen hören. Oh ja, daran erinnere ich mich noch sehr gut. Ich saß in der Zeit an der Seitenlinie und habe wie verrückt geschrien. Sag mal, in diesem Haus soll doch ein Gespenst wohnen. Ein Gespenst? Na, um die Tageszeit wohnt es da drüben. Außerdem gibt's da noch kleine Geldsäge. Tja, ich habe den Befehl deiner Sekretärin ausgeführt. Und was machen wir nun? Was machen wir? Ich bin hier mit einer Dame verabredet, aber sie ist noch nicht da, also werden wir beide jetzt einen kleinen Willkommenstrunk nehmen. Eine Verabredung? Wie sieht die Dame denn aus? Wie ich dich kenne, ist sie ein Star. Ach, weißt du, ein Star ist sie bestimmt nicht. Sie hat eher was von einem Raubtier. Sie nimmt das Geld, von wem sie es kriegen kann. Aha. Na, was ist denn nun mit dem Drink? Weißt du, wozu ich jetzt Lust hätte? Ich würde mich gerne mal in der Spielhalle umsehen. Wie wär's mit einem kleinen Gefecht? Gut, Florette oder Sinn? Wird's bald. Fangen wir hier an? Ja. Schuss am Tor, wer sagt's denn? Auch gut. Können wir noch ein paar Wäschemarken haben? Du kannst wohl nie verlieren, hä? Es gibt Tage, da bin ich sogar dabei, meinen Humor zu verlieren. Nein, ich meine es ernst. Ich beobachte dich seit meinem 8. Lebensjahr. Und immer warst du die Nummer 1. Im Unterricht, bei den Mädchen, im Sport, überall. Ja, wir beide haben fast alles zusammen gemacht, nicht wahr? Ja, Dan und Vance. Nämlich genau in der Reihenfolge. Dan Tanner und Dans Kumpel. Ich war doch nur die Zugabe. Aber du warst der Größte. Also ehrlich gesagt, so habe ich das nie empfunden. Und ich kann mich auch nicht erinnern, dass es so war. Ich hätte nie gedacht, dass du es auf die Art sehen würdest. Am besten, du schenkst meinen geistigen Ergüssen keinerlei Beachtung. Natürlich habe ich mich gern in deinem Licht gesonnt. Und ich glaube, ohne dich hätte ich nie diese reizenden Studentinnenwohnheime von innen gesehen. Und zu diesen irren Partys wäre ich auch nie eingeladen worden.
Las Vegas hätte ich auch nie gesehen. Wollen wir es mal mit diesem Schießstand versuchen? Einsatz 100 Dollar, wie wär's? Nein, Vance, ich spiele nur zum Spaß, nicht um Geld. Übrigens, die Dame, mit der ich verabredet bin, ist gerade in den Fahrstuhl gestiegen. Ich sehe dich später im Hotel, ja? Okay. Mrs. Kyle, mein Name ist... Miss. Miss Kyle, ich heiße Dan Tanner. Ich weiß nicht, ob Sie sich an mich erinnern. Man hat Sie mir auf einer Weihnachtsparty vorgestellt. Das stimmt. Das war eine große Ehre für mich. Charmant, gelogen, Mr. Tanner. Nicht schlecht. Danke sehr. Also, was kann ich für Sie tun? Auch erstmal kann ich was für Sie tun, und zwar Grüße von meinem Freund Philip Ross übermitteln. Meine neue Sekretärin, Eludra. Na, Tanner, gefällt sie Ihnen? Sie haben es schon immer verstanden, sich mit schönen Dingen zu umgeben. Ich liebe nun mal die schönen Seiten des Lebens, und ich bin zum Glück wohlhabend genug, um sie mir leisten zu können. Ich hoffe, Sie denken dabei nicht an die Casinos von Ross in New Jersey. Denn Irvin Levys Tod bedeutet noch lange keine Chance für einen neuen Partner. Warum erzählen Sie mir das? Ich soll nicht nur schön grüßen, ich habe auch eine Warnung zu überbringen, falls Sie den Killer angeheuert haben. Wohlstand und Paranoia sind oft siamesische Zwillinge, nicht wahr? Sprechen Sie aus eigener Erfahrung? Ich mag es viel zu sehr, mich körperlich einzusetzen. Ich brauche niemanden, der mir hilft. Noch irgendwelche Fragen, Mr. Tanner? Oder wollen wir gleich zum angenehmen Teil übergehen, hm? Haben Sie herzlichen Dank. Aber ich wünsche im Moment keinen körperlichen Einsatz. Sollte sich das mal ändern, sagen Sie es mir bitte. Aber Miss Kyle, Sie haben doch bereits eine Sekretärin. Machen Sie, dass Sie rauskommen. Diese Aufforderung nehme ich dankend an. Ein reizender Junge. Du wirst nicht dafür bezahlt, dass du nach hübschen Kerlen schielst. Entschuldige, Elizabeth. Ruf diesen Vance Fillroy an. Er wohnt im Desert Inn. Möchtest du mit ihm sprechen? Du übermittelst ihm eine Nachricht. Er soll in einer Stunde hier sein. Ich habe einen neuen Namen für seine Liste. Mhm. Philip, also wenn mir dieses Riesenimperium gehören würde, das du besitzt, würde ich mir die größte Mühe geben, am Leben zu bleiben, um es noch lange zu genießen. Holt einen Arzt! Thank you.
hast mir vielleicht einen Schreck eingejagt. Auf der Treppe ist dir niemand entgegengekommen, oder? Nein, kein Mensch. Ich habe nur die Schüsse gehört und bin hingerannt. Ganz schön unvorsichtig, hä? Einmal wollte ich auch ein Held sein. Hör mal, Vance, ich muss jetzt leider weg. Ist deinem Freund was passiert? Ich weiß es nicht, deshalb will ich ja zu ihm. Ach, hör mal, Dale, sag mir, ob er was braucht. Vielleicht kann ich ihm irgendwie helfen. Okay, bis bald. Wie geht's dem Patienten? Es geht ihm so schlecht wie immer. Folglich wird's ihm bald besser gehen. Es ist ein sauberer Durchschuss, eine Kleinigkeit. Ist es so schlimm, dass er drin bleiben kann? Also, wenn er die Pillen nimmt, die ich ihm gegeben habe, kann er gar nicht raus. Da ihn die Kugel nicht am Mund getroffen hat, kann er sich sogar selbst äußern, nicht wahr, Doktor? Mhm. Wenn er brav im Haus geblieben wäre, hätte sie ihn gar nicht getroffen. Wenn du mir nicht einen Stoß versetzt hättest, wäre ich jetzt tot, danke. Hast du was erfahren? Versprichst du mir auch, dass du nicht rausgehst? Ja, ja, natürlich, ich versprich's dir. Was hast du nun rausgekriegt? Versprochen? Ich bewege mich nicht von der Stelle. Was hast du rausgekriegt? Nichts. Nichts, ja? Niedlich, nicht? Er hält sich für komisch. Du kommst dir wohl sehr schlau vor. Ich wünschte, du wärst nur halb so schlau wie ich, Philipp. Dann hätte ich einen weniger, um den ich mich kümmern muss. So ein Schlingel. Wiedersehen, Slick. Gibt's Neues, Lieutenant? Neues bei mir nur der Wunsch, am Tatort ein Zimmer zu mieten. Dann habe ich nicht so weit zur Arbeit. Wenigstens hat's keine Toten gegeben. Das ist doch Ihr Verdienst, muss man schon sagen. Übrigens hat der Täter diesmal eine andere Waffe benutzt. Zuletzt hat er ja Explosivmunition verwendet. Ich frage mich nur, wieso. Sie meinen, er war seiner Sache so sicher, dass er nur 3 Patronen dabei hatte? Danach hätte er neue kaufen müssen? McKay, nehmen Sie sich ein paar Leute und überprüfen Sie alle Sport- und Waffengeschäfte. Fragen Sie, ob heute jemand eine 30-Kaliber-Waffe und scharfe Munition dazu gekauft hat. Guter Gedanke von Ihnen. Danke. Manchmal habe ich jemanden Fälle von Scharfsinn. Gibt's sonst noch was ich wissen müsste? Wir haben leider noch keinerlei Anhaltspunkte. Keinen, der als Killer in der Stadt bekannt wäre. Keine Fingerabdrücke, keine Fußspuren, keine brauchbare Zeugenaussage. Kaum taucht der Killer auf, ist er auch schon wieder weg. Ich fürchte, es wird langsam gefährlich für Ross. Deshalb müssen wir den Kerl so schnell wie möglich finden. Sonst garantiere ich für nichts. Ich konnte mich nicht früher bei dir melden. Ich hatte noch was zu tun. Aber wenn du willst, hole ich dich um 7 zum Essen ab. Geht in Ordnung. Okay, also dann um 7. Komm, zieh dich an, die Party ist zu Ende. Na hör mal, warum denn so eilig? Ihr seid alle gleich. Na los, steh auf. Stunden habe ich auf dich gewartet. Tut mir leid, aber ich hatte noch was zu erledigen. Also, da bin ich. Du hast zu kommen, wenn ich dich rufe. Dafür wirst du bezahlt.
Ich bin nicht dein Sklave, vergiss das nicht. Ich tue nur meine Arbeit. Deine Arbeit war bisher nicht sehr erfolgreich. Du hast Ross schon wieder verpasst. Diesmal vielleicht nicht, aber ich kriege ihn. Du bekommst, was du willst, keine Sorge. Ich habe noch einen Auftrag für dich. Du kriegst 20.000 extra. 20.000? Und wofür? Du sollst diesen Schnüffler von Philip Ross ausschalten. Ich will nicht wissen, wie du das machst. Das ist deine Sache. Du meinst Dan Tanner? Wie ich höre, seid ihr befreundet. Ja, wir sind befreundet. Ich bin mit ihm zur Schule gegangen. Den Auftrag lehne ich ab. Er ist kein Freund von dir. Du hast nämlich gar keine Freunde. Du bist nur ein Werkzeug. Eine tödliche Waffe. Du kannst hassen und du kannst töten. Du hast dein Opfer, auch wenn du es kennst. Aber wir sind Freunde. 25.000 für Tanner. Und ich möchte wissen, wann und wo. Hast du das verstanden? Tu es doch selbst, wenn du willst, dass er stirbt. Wieso ich? Du wirst dafür bezahlt, dass du so etwas für mich erledigst. Ich kann dich sehr gut verstehen. Aber du musst doch mich verstehen. Unsere Methoden sind gleich, aber nicht unsere Ziele. Ich genieße die Ergebnisse meiner Arbeit. Die Macht, die Möglichkeit, Menschen für meine Zwecke zu benutzen, sie zu kaufen oder zu mieten. Während du nur in der Lage bist, dein Geld zum Fenster rauszuwerfen. Wo ist der Unterschied? Du schmeißt genauso mit Geld rum, vergeudest es. Und was hast du davon? Ich kann jedenfalls gut davon leben. Du wartest doch nur darauf, dass es dich erwischt. Also 30.000 für Tanner. Du bietest das Geld an und kannst ja auch nur den Tod dafür kaufen. 50.000 für Tanner. Wann? Ich erledige das heute noch. Aber mein Geld will ich vorher. Du bekommst es sofort. Obwohl ich glaube, du tust es auch umsonst. Geht heute Abend mit Vance zum Essen aus. Vance? Ja, sein bester Freund. Natürlich, sein bester Freund. Wolltest du etwas Bestimmtes? Nein, nein. Nein, nichts Bestimmtes. Ich dachte nur, Dan würde zur Abwechslung heute mal mit mir ausgehen, kleines Bier trinken. Nein, gar nichts Bestimmtes. Bester Freund. Also, dann gehe ich jetzt mal. Bis später. Es ist schon faszinierend. Hier könnte ich leben. Eigentlich würde es mich schon interessieren, warum du nicht schon längst mal den Weg hierher gefunden hast. Ich hatte es nicht immer leicht. Die meiste Zeit musste ich hart arbeiten. Was war das für eine Arbeit? Naja, so dies und jenes. Zum Leben hat es gerade gereicht. Und dann hatte ich Glück. Ich hatte einen kleinen Sportladen und hab daraus ein ziemlich erfolgreiches Waffengeschäft gemacht. Ja? Es geht mir nicht schlecht, es hat nur etwas länger gedauert als bei dir, weißt du? Naja, manchmal ging es mir ganz gut, aber die meiste Zeit war ich auch nicht auf Rosen gebettet. Weißt du, ich hätte gern mit dir getauscht, jederzeit. Unser Schulheld. Der Größte in der Stadt, der Größte auf dem College. Du hast das ganz richtig gemacht. Ja, wahrscheinlich schon. Mittlerweile sind wir beide erfolgreich, also lassen wir doch die Vergangenheit ruhen. Feiern wir unseren Erfolg bei einem guten Essen. Ich habe nur leider ein schlechtes Gewissen, weil es Ross nicht gut geht. Ross? Er ist doch die fetteste Made im Speck. Im Moment geht es ihm vielleicht nicht so gut, aber sonst hat er doch alles. Jedenfalls ist er ein Glücksprinz. Glück? Zweimal wäre er beinahe draufgegangen und das nennst du Glück? Immerhin kann er froh sein, dass es kein Explosivgeschoss war. Das meinte ich mit Glückspilz. Woher weißt du, dass es normale Munition war? Na, ich weiß nicht. Vielleicht habe ich gehört, wie der Lieutenant das gesagt hat oder irgendjemand anders. Na ja, richtig. Ja.
Ach, können Sie uns noch mal dasselbe bringen? Ich weiß nicht, wie das heißt. Noch zwei bitte. Nein, nein, für mich bitte nicht. Ich kann nicht mehr. Ich bin satt. Ich platze gleich. Weißt du, Dan, mir hat mein weiser alter Mann gesagt, man soll jede Mahlzeit genießen, als wäre es die letzte. Naja, man kann ja nie wissen. Du könntest an einem Hühnerknochen ersticken. Oder ein Herzanfall kriegen. Oder von der Straßenbahn überfahren werden. Oder erschossen werden. Wie Ross. Vance, was soll das bedeuten? Hühnerknochen, Herzanfall. Findest du nicht, dass das alles ein bisschen merkwürdig klingt? Wie kommst du denn ausgerechnet jetzt auf sowas? Sowas könnte passieren, Dan. Vielleicht schneller, als du denkst. Die Lebensgeschichte von Vance Fillroy. Meine Ruhmsucht, Erfolglosigkeit, Verantwortung für die Familie, große Verdienste, keine. Ich wollte wie du sein. Ich habe dich beobachtet. Und so wurde ich Dan Tanner. Ich machte alles wie Dan Tanner. Und wenn Tanner tot ist, dann sterbe ich auch. Schluss jetzt, es reicht. Was soll denn der Blödsinn? Ich denke, wir sind Freunde. Wir essen gemütlich zu Abend, trinken was zusammen und amüsieren uns. Und du redest über den Tod. Was soll das? Nur weil du früher mal neidisch auf mich warst? Ich meine, dann lass es doch raus und wir reden einfach darüber, trinken einen guten Schluck Champagner und das war's dann. Weißt du was, Vance? Ich habe eine Überraschung für dich. Wir werden den Rest des Abends mit zwei hübschen jungen Damen verbringen. Ich habe da was für uns arrangiert, mein Junge. Ah. Anne und Ginny, das ist Vance. Ich habe gehört, Sie sind zum ersten Mal in Vegas. Am besten, Sie schließen sich uns an und wir zeigen Ihnen die Stadt. Vielen Dank für die freundliche Einladung. Aber wenn ich Spaß haben will, dann kaufe ich ihn mir selber. Tut mir leid. Ich weiß nicht, was mit ihm los ist. Nehmt euch ein Taxi. Hören Sie, Danny. Ich habe einen dringenden Verdacht, was den Killer angeht. Kümmern Sie sich um Vance Fillroy aus Lee Valley, Missouri. Hm. Ist das nicht Ihr Freund? Ja, das ist mein Freund. Ja, geht in Ordnung, Dan. Ich habe eine Nachricht für Binse. Ich könnte mich totlachen über dich. Danke für die Nachricht. Aber ich habe doch gerade erst draufgesprochen. Beklagst du dich über guten Service? Ich mache gerade eine Pause. Macht nichts. Fahr bitte gleich zum Flughafen raus und frag nach, mit welchem Flug Vance Fillroy gekommen ist. Den Sir, bist du noch dran? Ja. Ja, ist das denn nicht dein Freund, den du selbst abgeholt hast? Er könnte mit einem anderen Flug gekommen sein. Ich war nicht an der Sperre. Dumme Geschichte, denn. Ich werde es überleben.
Die Sicherheitsabteilung, bitte. Ja, hier ist Tanner. Finden Sie raus, was Vince Gilroy getan hat, seitdem er hier ist. Ob er gespielt hat oder getrunken und mit wem er gesprochen hat. Hier ist Tanner. Mit wem spreche ich bitte? Hallo Dan, ich bin's nur. Binzer, hast du was rausgekriegt? Gilroy ist mit der 945-Maschine gekommen. Und zwar gestern. Gestern schon? Okay, danke Binzer. Dann hat er ja jede Menge Zeit. Dan? Mr. Washington. Sagen Sie mir erst, ob Sie die Wahrheit vertragen können. Sprechen Sie, Dave. Ihr Freund besitzt gar kein Waffengeschäft. Er stand bereits einmal unter Mordverdacht. Aus Mangel an Beweisen wurde er freigelassen. Er reist eine Menge rum und hat so gut wie keinerlei Einkünfte. Sie können sich denken, worauf das hinausläuft. Ja, das heißt, dass Ross noch nicht in Sicherheit ist. Bleibt ganz ruhig stehen. Und keine Bewegung. Diesmal kommst du zu spät. Ich habe Ross erledigt. Da bist du im Irrtum, Vance. Du hast bloß eine Schaufensterpuppe getroffen. Ross ist so lebendig wie du und ich. Auf dich kann ich mich verlassen. Lass lieber das Gewehr fallen. Ich hab's hingelegt, Dan. Aber es ist sowieso alles egal. Das war mein letzter Auftrag. Dafür garantiere ich. Du kannst für nichts garantieren, es sei denn, du schießt. Erwartest du etwa, dass ich dich jetzt erschieße, Vance? Wenn du nicht selbst draufgehen willst,
Siehst du die Lichter da auf dem Tor? Was willst du damit beweisen? Dass du besser schießen kannst als ich, oder was? Dass du besser bist als ich, ist es das, was du hören willst? Du verstehst gar nichts, Dan. Du stehst gerade mal 15 Meter von mir entfernt. Ich kann also gar nicht daneben schießen. Und jetzt pass auf. Du bist eine viel größere Zielscheibe. Noch habe ich zwei Schüsse, Dan. Und ich brauche nur einen für dich. Also musst du mich töten. Wieso denn? Hast du mich deshalb hierher gelockt, Vance? Wolltest du etwa, dass ich dich finde? Der Flug, mit dem du hier gar nicht angekommen bist, und dann der Blödsinn mit dem Waffengeschäft. Und dann diese Lageskizze in deinem Hotelzimmer. Und zuletzt diese schwachsinnige Posse mit der Munition. Du hast recht, Dan. Okay. Jetzt habe ich nur noch einen Schuss. Jetzt drück ab, Dan, um der Gerechtigkeit willen. Gerechtigkeit? Gerechtigkeit für wen? Für mich. Ich will endlich Gerechtigkeit. Ich habe das Ganze so satt. Aber es gibt keine andere Lösung außer meinem Tod. Ich verlange von dir, dass du es tust. Du bist der einzige Freund, den ich je hatte. Du weißt, ich hätte dich töten können. Und ich könnte es auch jetzt noch tun, wenn du nicht zuerst schießt. Vance, ich möchte dir so gern helfen. Aber was du von mir verlangst, kann ich nicht tun, Vance. Ich wusste, dass du das sagst. Es ist besser, wenn du dich jetzt konzentrierst. Ich habe 16 Aufträge ohne Fehlschuss erledigt und das hier ist auch nur ein Job. Vance, wir waren doch Freunde. Ich bring's nicht fertig. Bitte verzeih mir. Und jetzt leb wohl, Dan. Wie lange wollten Sie denn noch warten? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Die Trommel war leer. Er wollte sterben. Es wäre sein 17. Auftrag hintereinander gewesen, ohne Fehlschuss. Das zweite Gedeck war sicher nicht für mich bestimmt, oder irre ich mich da? Philip Ross ist auch noch am Leben. Dafür ist Vance Philroy jetzt tot und Sie werden bald auf dem Weg zu einem Ort sein, der etwas weniger luxuriös ist. Was wollen Sie eigentlich von mir? Verschwinden Sie! Immer mit der Ruhe. Wir werden alle bald gehen.
Der Lieutenant war so nett, mir einen kleinen Vorsprung zu geben. Aber in einer Minute wird er hier sein. Ich kenne keinen Wentz Filroy. Folglich habe ich mit der Sache nichts zu tun. Sehen Sie, da irren Sie sich. Vance hat es mir nämlich mit Absicht sehr leicht gemacht, Ihnen auf die Spur zu kommen. Er hat sogar alles aufgeschrieben. Übrigens, das Geld hat er nicht angerührt. Mein Tod wäre Ihnen also 50.000 Dollar wert gewesen. Sehr schmeichelhaft für mich. Vance Filroy war ein Killer. Was so einer sagt, hat keine Beweiskraft. Na gut, überlassen wir es dem Gericht, was als Beweis anerkannt wird. Ich glaube Ihnen nicht. Warum sollte Filroy mich damit reinziehen? Weil er sowas wie mein Freund war. Mag sein, dass er darüber hinaus noch manches andere war, aber mein Freund war er auch und er wollte nicht, dass ich sterbe. Und er wusste, dass Sie zu allem fähig sind. Ich hätte es auf keinen Fall getan. Für Sie